Hallöchen, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ben's Mission. Diese Woche hatte ich eine ganz besondere Aufgabe, denn das Jugendcafé in Willi Schiefmann hatte sich bei mir gemeldet und hatten sich gewünscht, dass ich mit ihnen ein Palettensofa für ihren neuen Kinoraum baue. Ich höre jetzt auf zu reden und sage, Film ab! So, liebe Freunde, es ist wieder soweit. Ich habe meine Mission bekommen und natürlich nehme ich diese an. Es wird gebaut, mache ich natürlich nicht alleine. Wer ist dabei? Ist doch klar. Master Matt. Yeah! Alles klar? Soweit so gut. Bist du ready? Ja klar, aber das machen wir doch nicht alleine, oder? Ja, mit wem sonst? Ja, nice, geil. Seid ihr ready? Yeah! Okay. Auf geht's! Als allererstes brauchten wir natürlich eine Menge Europaletten, die uns freundlicherweise von der Firma Meyer Logistik gesponsert wurden. Da wir eine ganze Sitzecke bauen wollten, mussten wir natürlich kleine Arbeitsgruppen bilden. Das heißt, während die ersten mit dem Abschleifen der Sitzflächen begonnen haben, kümmerten sich Master Meth und ich um die Rücklehnen. Übrigens zeige ich nicht jedes einzelne Element unseres Palettensofas, denn dann würde das Video wahrscheinlich 1,5 Stunden dauern, sondern immer ungefähr 1 bis maximal 2 Sitzeinheiten. Denn im Grunde ist es egal, wie viel ihr macht. Die Arbeitsschritte sind immer die gleichen. So, hier trennen wir erstmal den unteren Teil der Palette ab. Ganz wichtig ist natürlich, dass ihr das Reststück bündig schneidet, damit wir an unserer Rückenlehne nachher so kleine Füßchen haben. Wenn wir damit fertig sind, geben wir sie nach draußen, dass diese schön geschliffen werden können. Und wie man hier jetzt schön sehen kann, sind alle schon fleißig dabei. Unsere Reststücke schmeißen wir natürlich nicht weg. Daraus bauen wir schöne Armlehnen. Diese schneiden wir jetzt bündig, trennen einmal den Mittelfuß raus und geben die beiden Stücke jetzt zum Schleifen. Weiteres folgt später. Matt, was für ein Wetter? Bierwetter, nein, das ist Apfelschorle natürlich. Nur am Regnen hier. British Weather. Hier haben wir eine fertig geschliffene Sitzfläche. Wie man sieht, schön glatt, in der wunderbaren Holzfarbe. Und die letzte Latte kann man sich im Grunde sparen, weil die nicht mehr sichtbar ist. Aus Platzgründen müssen wir quasi eine Palettensofa-Seite 1,5 Längen breit machen. Also müssen wir quasi auch eine halbe Palette bauen. Diese Palette halbieren wir einmal. Und hier müssen wir in dem Fall, weil keine Latte mehr da ist, einmal den normalen Abstand zwischen den Latten messen und beim Absteigen natürlich stehen lassen, wie ich es eben schon erwähnte. Ja gut, nicht ganz gerade geworden diesmal, aber das kann man ja ausbessern. Also nochmal schön an der Seite vorbeischneiden und das Ganze glatt machen. Dann schnell zum Schleifen geben und Matthew kümmert sich um die Sitzfläche. Jawohl, aber gerade ist es geworden, ne Ben? Und Jungs, alles im Griff? Ja. Alles im Griff, läuft. Hier haben wir eine Armstütze, eine fertige, schön frisch poliert. Sehr gut. Sieht sehr stylisch aus. Jetzt gucken wir mal, was die Mädels machen. Die hauen die ganze Zeit ab von mir. Wegen ihren Anzügen. Ah, wen haben wir denn da? Ich habe jetzt hier meinen Einhorn getan. Sehr gut. Seid ihr fleißig? Ja. Gimmi, rede mal. Ja, ich bin sehr fleißig. Ich pack gerade die Farbe aus. Ich bin hier Bibi's Beauty Place. Bisschen Werbung. Was macht ihr? Wer seid ihr? Habe ich da gerade Bibi's Beauty Place gehört? Kannst du. Wir fangen jetzt mit dem Streichen an. Ja, sauer! Chaka! Oh, wer zuerst fertig ist, bekommt einen Preis. Ganz los. Die gibt richtig Gas jetzt gerade. Toll, jetzt wird die erste fertig hier. Farmer. Nee. Pinsel kaputt? Ja. Das gibt's ja nicht. Kimi kriegt alles kaputt. Natürlich muss auch ein Tisch her. Und das Spielchen kennt ihr schon. Wir möchten gern die Zwischenlücken in der Palette mit Holz füllen. Also einmal die Abstände messen, anzeichnen und aus einem Reststück ausschneiden. So, Junge, dann bin ich mal gespannt, was du gerade geschnitten hast. Ich auch, aber sieht auf jeden Fall schon mal sehr gut aus. Lass knacken.
Nein. Süß. Das sitzt auf jeden Fall nicht schlecht. Ist noch schön schleifen. Respekt, Matt. Jetzt müssen wir das Ganze einmal zur Probe aufeinander stellen, um zu gucken, wie lang unsere Rückenstützen sein müssen. So, diese Ecke passt jetzt genau in die Lücke. Diese Ecke haben wir aufliegend. Können später, wenn wir möchten und das Ding wirklich festmachen wollen, dort eine Schraube reinbohren. Da unseres aber auseinandernehmbar sein soll, sparen wir uns das. Und jetzt brauchen wir für die Rückenseite natürlich Halt und messen da jetzt natürlich den Abstand. Vom Boden bis oben hin, genau in den Winkel, brauchen wir 60 cm lang. Und dafür werden wir jetzt für alle Paletten hier eine befestigen und am Ende, damit das Ganze auch richtig hält. Und woher die Latten? Natürlich aus alten Paletten oder aus Resten. Wie heißt dieses coole Sprichwort noch? Es kommt meistens A anders und B als man denkt. Und genauso ist es uns jetzt ergangen. Wir wollten die Verstrebungen hinten von der Rückenlehne gerade fertig machen. Aus den Palettenresten bzw. aus alten Paletten, die wir noch hatten, haben wir festgestellt, dass das Holz viel zu morsch ist und wir können es niemandem zutrauen, sich wirklich da anzulehnen, beziehungsweise zwei Personen. Das könnte irgendwann mal schief gehen. Deswegen Plan B ist es jetzt ab in den Baumarkt. Ich habe die Maße, 62 cm brauchen wir, mir jetzt ganz schnell noch Holz zuschneiden zu lassen. Irgendwelche ganz einfachen Lappen. Deswegen ab in den Baumarkt. Ja, und während ich auf meiner Tournee im Baumarkt bin, ist Matthew natürlich schon fleißig und macht unseren Tisch fertig, beziehungsweise füllt die Lücken, die noch zu schließen sind. Hier und da wird noch ein bisschen gerichtet und ganz wichtig natürlich, mit unseren Holzschrauben befestigt. So, ich habe jetzt zwei Latten von 3 Metern gefunden. Sind auch recht grob, wie man sehen kann. Sieht man das? Wahrscheinlich nicht. Könnte sogar eine Palette sein. Hätte ich euch eigentlich als solche verkaufen können. Aber nein, mache ich natürlich nicht. Deswegen jetzt ab zum Zuschnitt. Und dann kann ich hoffentlich ganz schnell weitermachen. Abflug! Und da das Ganze gestrichen werden soll, muss das Ganze natürlich auch noch abgeschliffen werden. Ich und mein Holz. Es dämmert schon, jetzt muss ich ganz, ganz schnell zurück. Auf geht's. So, hier habe ich meine Latten und bohre natürlich vor, damit das Holz nicht bricht. Und jetzt schraube ich je 6 Schrauben in jede Rückenstütze rein. Übrigens, vor lauter, wie ihr sehen könnt, habe ich dort einen kleinen Fehler gemacht. Ich habe die weiße Palette vergessen und habe einfach eine normale drunter gesetzt, was ich später dann merken werde. Shit happens. Ja, und so sieht das Ganze dann von hinten aus. Einmal kurz eine Probe und wie man sehen kann, passt es perfekt. Wie gesagt, wie eben schon erwähnt, muss das Ganze wirklich auseinandernehmbar sein, da hier öfter mal was umgerückt wird. Und daher werden wir die Rückenlehne nicht weiter festschrauben, was man natürlich machen kann. Aber wie hat uns auf die Fahne geschrieben? Leicht, schnell, aber dennoch stabil. Und das haben wir erreicht. Jetzt kommen wir zu den Armlehnen. Jetzt messen wir kurz den Holzblock. Legen oben auf, damit wir beim Bohren natürlich nicht in den Holzblock reinbohren bzw. fräsen. Mitteln dieses natürlich aus. Und hier haben wir eine Schablone für die Größe der gewünschten Gläser bzw. Flaschen, die wir uns anzeichnen. Denn wir möchten gerne noch Getränkehalter haben. Man kann das Ganze natürlich auch mit der Stichsäge ausfräsen, wenn man nicht so einen Bohrer hat. Wir haben diesen zur Verfügung, was die Sache natürlich relativ einfach für uns macht. Beziehungsweise 2 Stück, da wir 2 verschiedene Größen haben. Jetzt müssen wir das Ganze natürlich noch an unser Sofa anpassen. Lassen unsere Armlehne auf der Palette anliegen und zeichnen unten quasi den Teil an, den wir nachher absägen müssen. Und hier schneiden wir dann freestyle-mäßig à la Master Math ab. Bitte nicht unbedingt nachmachen, sicherheitshalber einfach auf den Tisch legen. Und schrauben die Armlehne natürlich dann fest. Die Paletten verbinden wir trotzdem miteinander, damit das Ganze wirklich feststeht. Dort reichen bei der kleinen Palette 2 und bei der großen 4 Schrauben. Hinten wird das Ganze ja schon durch unsere Stützen gehalten. Dann kommen wir zu unserem Tisch, der mittlerweile auch von den Mädels gestrichen wurde, drehen diesen um und bringen unsere 4 Rollen an. Und natürlich gibt es nach getaner Arbeit eine kleine Belohnung, denn wir sind für heute fertig. Cheers. Ach ja, auf Wunsch haben wir natürlich noch ein kleines LED-Licht eingebaut. Hier wären wir, the day after. Gestern Abend war es ja leider etwas spät und jetzt können wir das Ganze hier im Hellen betrachten. Und ja, ich habe hier die Salome neben mir und jetzt meine erste Frage. Bist du zufrieden?
Ja, super zufrieden. Also der super Oberhammer. Es ist eine richtig, richtig schöne, gemütliche, warme Lounge geworden mit kleinen Highlights, mit LEDs und Getränkehaltern. Und ich bin total begeistert. Ja, das freut mich und den Matthew natürlich auch total. Und ich muss auch sagen, wir hatten hier super Spaß. Wir sind hier super bewirtet worden, was ganz groß war. Wir haben eine ganz, ganz tolle Unterstützung gehabt und es hat im Großen und Ganzen auch einfach super, super Spaß gemacht. Und deswegen auch von uns nochmal ein Dankeschön an euch. Danke an euch. Sehr, sehr gerne. Und ja, auch die Leute, die da waren, ihr habt vielleicht gemerkt, da waren mal welche da, dann wieder weg. Die haben aber alle wirklich einen super Einsatz gebracht und das hat auch echt Spaß gemacht, mit denen zusammenzuarbeiten. Da waren, wie waren die beiden, Kira und Kimberly zum Beispiel, ja. Da muss ich auch nochmal sagen, ganz, ganz dickes Lob. Die haben wirklich so lange hier und tapfer durchgehalten und der Redwan ganz bis zum Ende durchgehalten und gepowert. Mega gut, auch nochmal für ihn wirklich zwei dicke Daumen nach oben bis zum bitteren Ende. Es war dunkel und er war immer noch aktiv und am Helfen, dass wir ihm sogar schon sagen mussten, hey, ne, kann sie jetzt Schluss machen und ja, ganz groß. Ja, das war es hier von uns und ich bin gespannt, was die Kids sagen. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Ich glaube, die werden ausrasten. Hoffentlich. Alles klar. Und das war es hier von uns. Ciao. Ciao. Ja, liebe Freunde, das war's schon wieder für Bens Mission und ich muss euch wirklich sagen, dass dieses Projekt ein ganz besonderes für mich war. Denn so ein soziales Projekt habe ich A noch nicht gemacht und B einfach, die Reaktionen der anderen waren wirklich Gold wert. Die Freude der anderen in ihren Gesichtern, die Reaktionen, das war wirklich eine Herzenssache. Und ihr wisst es selber, gerade in solchen Einrichtungen wird oft gespart, haben wir auch vor Ort gesehen. Vor ein paar Wochen wurde dort eingebrochen und ja, die Sachen waren größtenteils noch defekt. Türen, Fenster, es wurden Sachen entwendet, ein Wasserschaden nicht behoben. Und da finde ich es ganz wichtig, dass man irgendwo hilft, wo man helfen kann. Und das war jetzt ein Beitrag, den ich bzw. wir, Matthew und ich, hier leisten konnten. Und das fühlt sich auch einfach gut an, einfach zu geben, zu machen und andere glücklich zu machen, finde ich wirklich großartig. Wir hoffen natürlich auch, dass euch unser Video gefallen hat, freuen uns natürlich riesig wie immer über Daumen nach oben, übers Teilen und natürlich neue Abonnenten. Wir freuen uns aber auch, wenn ihr vielleicht dadurch etwas lernen konntet oder vielleicht neue Anregungen bekommt. Und wie gesagt, es gibt tausend verschiedene Möglichkeiten, dieses zu bauen. Jeder muss wissen, was er haben möchte, was er tun möchte, um dieses zu erreichen. Wir hatten natürlich ein paar Auflagen. Die Kids wollten gerne einen Teil weiß haben, das haben wir auch gemacht. Es musste relativ einfach zu bauen sein, natürlich stabil musste es sein, aber auch wieder leicht abzubauen. Und ich denke, das haben wir ganz gut gelöst und sind wie gesagt sehr happy, dass dieses alles so problemlos funktioniert hat. Ja, und das war es jetzt auch schon wieder. Und beim nächsten Mal geht es an einen ganz besonderen Ort. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann einfach kostenlos abonnieren. Dann seid ihr natürlich wieder mit dabei. Also, euch jetzt eine super coole Woche, hoffentlich wieder ein bisschen mehr Sonne und ich sag bis bald. Ben raus. Ciao.